Playing games. Hi. Hallo. Guten Abend. Willkommen zurück. Ja. So. Naruto, Shippuden, Ninja Storm. Quattro. So, wo waren wir stehen geblieben? Mit Pauli. Also, Liste erworbener Items. Und mit mir. Dem Mo. Oh, du bist aber so süß. Du musst mir sowas davor sagen, dann spreche ich nicht dazwischen. Willkommen zu der Runde der Sturm durch Wunden 4 mit Pauli und mir, Mo. Hallo. Hallo. Was haben wir mit Spielcharakter? Rin. Wow, den ersten. Der schaut aus wie ein T-Shirt. Ja. Für den Charakter als T-Shirt. Egal, okay. Ja. Weiter geht's. So, wir haben jetzt die Vorgeschichte gespielt von Obito, beziehungsweise Tobi. Ach, diese kleinen Boller sind Vorgeschichten und die großen, da geht's dann weiter, oder? Wenn man unten so diesen orangen Boller anschaut. Nein. Nein? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, der große Boller, das ist halt einfach, da geht's jetzt weiter. Fertig, großartiger Kampf. Genau, aber irgendwie... Was denn? Ich bin gerade dezent verwirrt. Wieso? Kann man da... Das zweite spielen meinst? Ja, ich wollte es gerade sagen. Gehen wir drauf. So aus. Das wird es da mehrere geben, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, machen wir doch das nächste gleich, oder? Also das meinst du, oder? Ja. Geht's beim ersten Orangen im Boller und so? Orangen im Boller. Schau mal. Ja. Gibt's dann sogar. Aber ich bin mir halt unschlüssig. Es kann auch sein, dass das zwischenzeitiger... diese Cutscene ist. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein. Ja, dann nehmen wir das. Wir werden das mal außerhalb der Aufnahmen werden wir das mal überprüfen und wenn was ist, dann... Guter Plan. Ja, schauen wir mal. Rinne entführt. Pauli spielt immer noch, weil ich bin unfähig, bei Naruto zu spielen. Richtig unfähig. Kasama Care. Alter. Wir sind da für Sie und Ihr Anliegen. Sadake. Ah, ist immer nur die Vorgeschichte. Sadake! Ich hätte mal so gern einfach so Rauchbomben. Kennst du diese Ninja-Rauchbomben, die sie einfach am Boden werfen, mega Nebel kommt, dann sind sie weg. Ja. Aber ich wäre wahrscheinlich so unfähig. Ich würde mich wahrscheinlich hinter dem nächstbesten Schrank verstecken. Oder? Also, Stuhl. Meine Augen! Ich bin blind! Nee, ich finde das geil, so was? So ganz normalen Moment, wie zum Beispiel das Feierabend, dann gehst du einfach zu deinen Kollegen, also Leute, ich gehe jetzt. Oh mein Gott! Und dann beschwecken alle so, Paul! Wo ist der Paul hin? Das müsst ihr eigentlich jedes Mal machen, wenn ich bei mir in der Arbeit im Büro oben hocke. Wenn ich eine Besprechung mit denen habe, das müsst ihr eigentlich jedes Mal machen, das wäre eigentlich witzig. Wenn wir eine dicke Rauchbombe reinwerfen. Ja, vor allem, aber ich würde es halt schaffen, gegen ungefähr jeden Stuhl zu knallen und über jeden Tisch drüber zu fliegen. Das würde ich so gern sehen. Ja, schau mal, vielleicht gibt es ja im Internet eine Anleitung für so Do-It-Yourself-Rauchbomben. Das würde ich mal nachschauen. Sowas, genau sowas. Ja, genau. Hoi! Kein dich! Ah! Get down! Was? Weißt du was? Schade. Das ist im Englischen einfach viel besser. Get down! Wenn du willst, können wir auch die nächste Folge auf Englisch machen. Du möchtest die Untertitel auf Englisch? Nein, ich meinte die Sprache auf Englisch. Nein, das ist okay. Wenn, dann muss ich ja vorlesen. Achso, ja. Okay. Machen wir nächste Folge einfach mal komplett mit und ich englischen Untertiteln. Und ich lese die Untertitel vor. Richtig. Alles klar. Das wird richtig fett. Ja. Siehst doch deine Kameradin. Was? Diese Rucksäcke? Nicht Rucksäcke. Wieso fällt mir das scheiß Wort nicht ein? Hosenträger! Wieso fällt dir das Wort Hosenträger nicht ein? Weiß nicht. Trankst du mal meine Hosenträger hier raus?
Was ist denn das für ein kleines Schwert? Oh, das erinnert mich an den. Schwing! Das erinnert mich an den. Junggesellenabschied von Walter, wo wir nach Andex hochgelaufen sind. Oh, das war so schön. Das war so genial, vor allem, weil wir aus seiner geilen, langen, schwarzen Jeans eine Hotpan einfach gemacht haben. Aber Hauptsache, die Hosenträger waren dran. Ja, klar, die Hosenträger. Das war ja Dresscode. Ah, das war mächtig. Schwarze Hose, weißes Hemd und Hosenträger. Richtig. Die Hose war schon schwarz, aber es waren halt dann Hotpants bei ihm. Das war geil. Vor allem, wo er dann in die Tonne reingesprungen ist bei dem anderen Vogel. Beim wildfremden Typen an der Einfahrt vorbeigelatscht. Ich muss sagen, der Walter ist der Bassist von mir aus der Band und der hat vor einem Jahr oder circa hat er geheiratet. Letztes Jahr irgendwann. Und dann haben wir einen Junggesellenabschied gemacht und dann sind wir nach Andex raufgewandert. Jedenfalls sind wir dann an irgendeiner Einfahrt vorbeigekommen von wildfremden Menschen, die hatten eine randvolle Regentonne. Und wir sind einfach da hingegangen und haben gefragt, ob wir den Walter da einfach reintunken könnten. Und der Typ so, ja, klar. Er ist halt ein Schämen, hat da eine halbe bekommen, um so wie viel Uhr war's? Halb elf oder sowas vormittags? Irgendwie sowas, das war schlimm. Ah. Auf Andex oben habe ich aber gespieben. Ja, da haben fast alle gespieben. Der letzte Schnaps hat mich nicht gezwungen. Ja, das war das größte Problem. Oh, es geht weiter. Ja? Das größte Problem eigentlich, was wir gehabt haben, war... Oh, snap. Also für mich zumindest war der Feigling, den wir im Bus schon getrunken haben. Ich hab's einen Feigling gekriegt. Ich muss einen scheiß Jägermeister saufen. Oh, ich konnte nicht. Ich hab gesagt, ja, stimmt. Ich hab nämlich gesagt, wenn ich einen Feigling, einen Jäger trinke, dann speibe ich in den Bus rein. Scheiße. Und ich weiß noch, Walters Bruder war dann irgendwann stinksauer auf mir, weil wir waren dann noch in Kaltenberg, doch in diesem Biergarten. Ja. Stimmt, wo dieser Dudelsackspieler für den Walter gespielt hat. Das ist so geil. Und danach, auf der Rückfahrt, sind mir irgendwann die Augen zugefallen. Mhm. Und dann hat mich Walters Bruder richtig blöd angemacht. Das Geilste war einfach so, hey Morgen, du sollst den Schlappen machen, du pennst ja nicht. Und ich war so fett hochgeschreckt. So, was? Halt's Maul, Mann, ich schlaf gar nicht, ja? Und alle gucken mich so an, Mode, hast du fett geschlafen, mindestens eine Viertelstunde. Und ich so, ihr habt denn daheim? Nee, hab ich nicht. Ich bin ein harter Trinker und ich schlaf nie. Da hat's mir wirklich zerlegt. Na, das war heftig, aber es war ein geiler Tag. Voll. Ja. In diesem komischen Hot-Tub-Jacuzzi von ja, Walters Bruder. Ja, wo es dann so angefangen hat zu schiffen und wir zu viert drin gesessen sind und zu singen angefangen haben. Oh Gott, das war so schön. Ah, das war so mächtig. Ah, das war so ein toller Hot-Tub-Ding oder wie auch immer. Weil ja, die hatten ja so einen Holzofen selber baut. Genau, so eine Holzumrandung. Stimmt, mit so einem Holzofen nebendran. Ja. Und einen Whirlpool haben sie sogar reingesetzt. Ja, das weiß ich nicht mehr. Doch. Achso. Vier Rohre. Das waren unsere beim Flatulieren. Genau. Wir hatten gar stark. Gar nicht gewusst, dass es ein Whirlpool ist. Ist es nicht, nee. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Wer ist Taiseki? Ein Feind? Ah! Wo bin ich denn jetzt? Hast du mich schon zerlegt? Ich glaube. Kampfergebnis A! Läuft. Jetzt sind so viel Unfug, ich krieg gar nichts mit. Ich hab grad. Also ich spiele gerade und habe nichts mitbekommen. Dann ist ja okay. Predator. Ich find. Da ist ein Predator! Geht in die Chape! Wie die überfliegen. Das ist doch die Danhokage wird, oder? Stimmt! Oder? Nein, die andere ist blond. Ist sie blond? Ich weiß es nicht mehr. Ah, sie ist dann die Sekretärin oder die Assistentin von ihr. Boah, das kann ich dir nicht sagen. Kakashi! Hello! Ich liebe Kakashi. Der ist auch genial. Da gibt es eine Folge bei Naruto Shippuden, das ist nach dem Kampf gegen. Oh, ich kann es dir nicht sagen, da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, da wird Konoha wird komplett zerstört. Ja. Und die bauen es dann so langsam wieder auf. Okay. Und da gibt es eine Spezialfolge mit Kakashi. Mhm. Ich habe mich totgelacht. Ich würde dir die nachher mal einen Link schicken oder ich sag's dir, wie die Folge heißt. Dann musst du dir das irgendwann mal anschauen. Die ist so genial, ich habe mich kaputt gelacht bei denen. Kaku und Taiseki. Aha. Geheimtechnik nicht einsetzbar. Ach, das war das Problem. Jetzt. Das habe ich eben nicht mitbekommen, warum es nicht ging. Oh, wow. Ja, super.
Es geht schon los, oder? Gegen zwei? Oh, ne, der hat den auch noch gerade aus. Ja, aber die haben schon alle eine niedrigere Lebensleiste als du, oder? Weil du bist noch bei grün, die sind bei blau. Ich hab keine Ahnung. Ich kenn mich doch da nicht aus. Stell mir nicht solche Fragen, Paul. Ich hab gar nichts gesagt. Ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht. Ja, das seht ihr, ich weiß nicht. Und ich trinke so viel, wie ich mag. Geil. Bei unseren Konzerten haben wir immer diese Backing-Tracks im Hintergrund laufen, wo diese ganzen Chöre mit drauf sind, so die, wenn wir live spielen mit der Band, die dann halt so mitlaufen. Oder wie das Intro, ja. Das 8-Bit-Intro von uns. Und wir hatten ja immer das Problem vor kurzem, dass dann, obwohl ich beide Kanäle links und rechts komplett getrennt habe, dass trotzdem ein leichter Klick auf der anderen Seite nur mit drauf war. Ja, genau. Und dann habe ich einen Kumpel von mir gefragt, der ist selbstständiger Tontechniker auch, Veranstaltungstechniker. Und dann gefragt, ob der da irgendwie einen Plan hat. Und dann habe ich gesagt, nee, er weiß es gerade spontan nicht, müsste sie anschauen. Und er ist jetzt gerade unterwegs. Und das, sonst könnte man sofort helfen. Dann habe ich gesagt, nee, du passt schon, danke. Dann hat er zurückgeschrieben, pass auf, das muss ich jetzt kurz suchen. Viel zu gut. Wo haben wir ihn denn? The Frank Man. Na, wo ist es denn? Jetzt muss ich wieder suchen. Ah ja, da haben wir einen Scheiß geschickt. Genau. Dann sind wir leider nicht in Augsburg, sonst könnte ich dir gleich helfen. Dann schreibe ich, du, kein Stress, alles klar. Trotzdem danke dir, was kommt zurück? Schreibt, fegelt's doch, wenn's wollt's. Und wenn's nicht fegeln wollt's, dann fahrt's halt nicht auf der Autobahn. Trotzdem danke dir. Ah, fegelt's doch, wenn's wollt's. Ihr lieben Frank. Oh, sehr gut. Diese Wände. Ja, da kannst du aufklettern. Ja, ich merk's. Hallo! Hallo! Grüß Gott, alle miteinander. Mein Name ist. Zerlegt er dich gerade? Ich glaube. Oh ja, stimmt. Du musst wechseln. Geht das? Nee, das geht nicht. Du kannst nicht wechseln, oder? Stimmt. Ja, die. Der geht da. Jetzt hat er die. Nee, Cutscene. Cutscene? Kampfergebnis B, ja, gut. Ich bin ja kein Profi. Diese kleine Girl ist wirklich eine harte Nuss. Am Freitag war ein Konzert eben von Runaway Dead und da war eine Band, checkt sie aus, schöner Deathcore eigentlich, kann ich schon fast sagen, also krasser Metalcore bis Deathcore, as time went by. Die waren super. Und wir haben uns mit dem Sänger von denen, oder beziehungsweise Shouter, haben wir uns so gut verstanden. Der Patrick, der coolste Hund überhaupt. Absolute Knaller. Kinderpfleger. Er ist Kinderpfleger und dann hat er uns erzählt, er hat eine kleine dreijährige Russin. Stimmt. Die aber auch diesen krassen Dialekt hat. Und da haben wir uns unterhalten mit dem und da erzählt er so, ja, müsst ihr euch vorstellen, 9 Uhr Vormittag oder in der Früh, ich stehe drin, kommt auf einmal die Kleine. Und sagt so, Patrick, ich muss kacken. Dann sagt er, klar, also, ja, geh halt. Ja, wollt nur, dass du Bescheid weißt. Dann geht sie, kommt danach. Patrick, ich habe gekackt. Wurst so groß wie Schlange im Zoo. Der Typ ist der absolute... Der Patrick ist der Wahnsinn. Unbedingt auschecken, As Time Went By. Ja. Super gute Band. Richtig. Ich glaube, 2 Videos draußen, einmal Scum und ich glaube jetzt vor kurzem Fatality, das neue Video. Traumhaft. Traumhaft. Geile Videos. Ja. So. Of who I used to be. Das war eins von beiden Songs. Aber wir müssen sie jetzt schon wieder beenden. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und wir checken jetzt mal aus, was es mit diesen Zwischensequenzen oder nicht auf sich hat. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, was geht. Ja. Bruder. Lan. Lan. Also. Mach's gut. Vierte.